ist Microsoft auch sehr skeptisch allen vollautomatisierten Systemen gegenüber. Also wenn du jetzt eben auch am Algorithmus schlussendlich überlässt, ist es jetzt die Maschine, die den Krebs besser erkennen kann, oder ist es der Arzt? Sondern wir sind der Ansicht, dass in jeder Entscheidung der Akt der Beurteilung am Mensch muss überlassen werden. Für eine Beurteilung sind Faktoren wie Kreativität, Emotionalität, emotionale Intelligenz, kontextabhängige Faktoren auch sehr wichtig.